Moin Leute, willkommen bei Comic Inn und willkommen zu meiner nächsten Comic Review. Diesmal ein bisschen kürzer, weil ich aber auch mal was ganz anderes dabei habe. Ich habe viele Hefte von den Simpsons, aber das hier habe ich jetzt mal direkt am Bahnhof gekauft und auch noch im Zug durchgelesen. Eine dieser One-Shot-Simpson-Ausgaben und die letzte vorerst. Grandpa Simpsons unglaubliche Abenteuer mit einem super coolen Cover von Abraham Simpson. Erstmal die Eckdaten zu diesem Heft. 3,50 Euro aus März 17. Ihr könnt euch aber darauf gefasst machen, dass dieses Heft gegebenenfalls ein wenig im Wert steigen wird. Warum? Dieses Heft kam auch die offizielle Nachricht von Panini. Wurde größtenteils beschädigt verschickt. Viele Hefte hatten Probleme mit dem Druck der letzten Seite, dass da irgendwas schiefgegangen ist. Ich hatte Glück, ich habe ein heiles Exemplar. Hier, letzte Seite. Aber ich habe auch gesehen, so allgemein waren die Zustände dieser Hefte nicht wirklich toll an den Bahnhofskiosken. Das lag auch nicht daran, dass irgendwie Leute das angegrabbelt haben. Nee, die waren einfach so. Die haben öfter mal hier oben, wie zum Beispiel auch diese Ausgabe, so leichte Knickstellen. Und auch hinten natürlich. Das allerdings kommt augenscheinlich von Leuten, die die Dinger anfassen. Simpsons Comics werden oft als leichte Lektüre abgestempelt, so Comics für zwischendurch, ganz locker mal lesen und dann ist das auch schon wieder vergessen. Dieses Heft hier hat ein bisschen mehr zu bieten, würde ich sogar sagen, weil hier mit ganz, ganz interessanten Elementen gespielt wird. Das Teil ist nämlich ein interaktiver Comic, heißt, wir können uns die Story selbst gestalten. Nach jeder Seite werden uns Auswahlmöglichkeiten gegeben, wie wir die Situation weiter gestalten wollen. Es wird eine Möglichkeit gegeben, beispielsweise blättert auf Seite 9 und lest da weiter, oder ihr wollt das andere, blättert auf Seite 23 und lest da weiter. Dort verhält sich das dann genauso, was uns viele, viele verschiedene Möglichkeiten gibt, unsere eigene Story zu kreieren. Aber nicht nur der Butterfly-Effekt ist ein wunderschönes Element, sondern es wird auch, wenn man das Heft in richtiger Reihenfolge liest, also wie man ein normales Comic-Heft sonst liest, wird wunderschön mit Apes Demenz gespielt. Wenn man nämlich nicht eine wirkliche Geschichte hier hintereinander wegerzählt bekommt, merkt man wirklich, dass er sich an nichts erinnert und eigentlich Bart und Lisa seine Geschichten so bestimmen, wie sie es sich gerade in ihrem kindlichen Kopf ausdenken. Das bekommt man gar nicht mit, wenn man wirklich das interaktive Comic mitmacht. Es gibt viele tolle Variationen, die dieses Heft bereithält. Zum Beispiel kann man einen Weg einschlagen, wo man plötzlich in eine Sackgasse gerät und das Heft einem rät, liest die Seite nochmal von vorn, liest die Seite nochmal von vorn. Natürlich, wenn man die richtigen Wege wählt, dann kommt man auch an sein Ende. Die Geschichten umfassen dann aber nicht das ganze Heft, sondern sind gestückelt. Deswegen steht auch auf, ich glaube, 6 oder 7 Seiten plötzlich Ende. Zeigt uns auch, dass das Heft an sich aus, ich glaube, 6 Kurzgeschichten besteht, die für sich alleine stehen können. Die aber umso mehr Spaß machen, wenn man das Heft einfach so liest, wie man halt von vorne nach hinten liest. Natürlich wird auch der gängige Simpsons-Humor beibehalten und auch viele Easter Eggs werden hier reingebracht, die mir aber persönlich größtenteils gar nichts gesagt haben, weil die sich auf alte Filme beziehen oder alte Bücher, alte Romane, die ich so persönlich nicht kenne, die dann, glaube ich, wirklich was für alteingesessene Fans von den Simpsons sind, die schon mehr in ihrem Leben auch erlebt und mitgenommen haben. Nichtsdestotrotz erkennt man diese Szenen meist und kann dann zumindest, was wunderschön von der Redaktion ist, wie gewohnt in den Simpsons-Comics, nachlesen, worum es sich da eigentlich handelt und auf was da angespielt wird. Zu guter Letzt gibt es auch noch ein kleines Extra für die Leute, die den Comic entmannen wollen. Man hat hier noch ein Poster in der Mitte, was eigentlich das Cover ist, nur nochmal, ja, ohne die ganzen Panini-Schriftzüge und ich nenne es mal Aufdrucke hier, Nummer 1 und da der Preis und der Barcode. Ja, ganz schick für besonders, ich denke mal, Jüngere unter uns. Mein abschließendes Fazit, das Ding hier war also echt überraschend gut. Von der Idee her, von der Kreativität, was man sich dabei gedacht hat. Es war tatsächlich überragend, wenn man bedenkt, wovon ich erst ausgegangen bin, dass ich mir jetzt ein Simpson-Heft kaufe, das mal weglese und dann ist auch gut. Nee, das hat wirklich Eindruck hinterlassen bei mir, da bin ich ganz ehrlich. Das hat wirklich Spaß gemacht und das war auch was, was man nicht allzu häufig sieht. Ich bin zwar wirklich kein Freund von interaktiven Dingen, ich mag das auch nicht bei Hörspielkassetten oder CDs, wenn man dann dahin spulen muss. So ähnlich ist es auch mit diesem Grandpa Simpson. Aber wenn man sich damit anfreundet und es wird einem hier ja auch die Möglichkeit gelassen, es auf den eigenen Weg zu tun, also ganz normal das Heft zu lesen, das ist doch vollkommen in Ordnung, das ist super, das ist klasse. Und daher ist es richtig gut, da würde ich dem Ding auf jeden Fall eine 7,5 oder 8 von 10 geben. Schade, dass das vorerst die
letzte Nummer 1 der Simpson One-Shots-Reihe waren. Die ersten gehen ja mittlerweile auch schon einiges an Euronen. In dem Sinne, das war euer Comic-In mit einer kurzen Review zu Grandpa Simpson. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns.